herzlich willkommen zu unserer 11. Sitzung in der Vorlesung Biologische Psychologie. Mein Name ist Julian Keil und heute wollen wir uns mit dem auditorischen System, also unserem Hören, beschäftigen. Wir haben ja in der letzten Sitzung unser visuelles System, unser Sehen kennengelernt und dann dabei besprochen, wie denn eigentlich der Weg von der Retina über den Thalamus zum visuellen Kortex und dann in den unterschiedlichen Dorsal- und Ventralbahnen verläuft. Und einen ganz ähnlichen Weg wollen wir auch heute einschlagen, wenn wir uns das auditorische System anschauen. Da wollen wir den Weg nehmen vom Ohr über die Cochlea, also den Bereich unseres Gehörsystems, an dem die äußere Information in neuronale Information übersetzt wird. Dann wollen wir nachvollziehen, wie denn eigentlich diese Information dann aus der Cochlea über den Hirnstamm, über den Thalamus in unseren auditorischen Kortex hier im Temporallappen läuft. Wir machen noch einen kleinen Exkurs in den Gleichgewichtssinn, denn der Gleichgewichtssinn ist auch ganz ähnlich aufgebaut wie unser Gehörsinn und schauen uns dann zu guter Letzt an, wie eben unsere auditorische Wahrnehmung in hierarchischen Strukturen organisiert ist, also wie der auditorische Kortex aufgebaut ist und ob wir und wie wir denn Orts- und Objektinformationen im auditorischen System kodieren. Bevor wir anfangen, habe ich Ihnen wieder ein kleines Beispiel aus dem auditorischen System mitgebracht, anhand dessen wir mal untersuchen können, wie wir eigentlich auditorische Informationen wahrnehmen und ob auditorische Wahrnehmung immer exakt ist. Dieses Beispiel, das kennen Sie vielleicht schon, das ging vor einiger Zeit über die sozialen Medien, über Instagram um die Welt. Und ich möchte Sie mal bitten, jetzt zuzuhören und sich zu überlegen, ob Sie hier, also welchen Namen Sie hier hören, ob Sie hier eher Janni oder eher Laurel hören. Laurel. Laurel. Und wir werden jetzt mal im weiteren Verlauf dieser Sitzung heute versuchen nachzuvollziehen, wie wir denn diese komplexen Geräusche wahrnehmen und woran es liegen kann, dass vielleicht unterschiedliche Zuhörer hier unterschiedliche Dinge hören, also wie eigentlich unsere komplexe auditorische Wahrnehmung organisiert ist. Dazu müssen wir uns zuerst mal anschauen, was sind denn eigentlich die Reize, die wir in unserem auditorischen System wahrnehmen. Was ist eigentlich Schall? Schall, ganz banal gesprochen, sind Kompressionen eines Übertragungsmediums. Also wir haben um uns herum die Luft und diese Luft, die können wir komprimieren durch Schallwellen und diese Übertragung dieser komprimierten Luft an unseren Körper, die nehmen wir über unser auditorisches System wahr. Also beispielsweise ein Geräusch, wenn ich jetzt spreche, führt dazu, dass die Luft rhythmisch komprimiert wird und diese rhythmischen Kompressionen, die können wir wieder als Welle darstellen und diese Wellenform, die hat jetzt wieder ganz bestimmte Eigenschaften, die wir in unterschiedliche Wahrnehmungen übersetzen. Also denken Sie wieder an letzte Woche, da hatten wir diese Wellenform schon im visuellen System kennengelernt, bei der wir gesehen haben, dass unterschiedliche Wellen dieses elektromagnetischen Spektrums als unterschiedliche Farben wahrgenommen werden und unterschiedliche Amplituden als unterschiedliche Intensitäten. Und ganz ähnlich haben wir es hier im auditorischen System. Da können wir unterschiedliche Frequenzen als unterschiedliche Tonhöhen wahrnehmen. Also je schneller eine Schwingung der Luft ist, desto höher wird dieser Ton wahrgenommen. Und je größer die Amplitude ist, desto lauter wird dieser Ton wahrgenommen. Also können aus diesen Beschreibungen einer Welle unsere auditorische Wahrnehmung beschreiben. Unser auditorisches System ist dabei sensitiv für einen ganz bestimmten Frequenzbereich, also für einen ganz bestimmten Bereich von Schwingungen. Wir können in der Regel so etwa Frequenzen zwischen 10 und 30.000 Hertz wahrnehmen, also 10 Schwingungen pro Sekunde bis 30.000 Schwingungen pro Sekunde.
dieser Bereich, dieser Wahrnehmungsbereich im auditorischen System, der verändert sich in Abhängigkeit unseres Lebensalters und in Abhängigkeit von Umwelteinflüssen. Aber da kommen wir gleich noch darauf zu sprechen, wenn wir uns anschauen, wie eigentlich unsere Cochlea aufgebaut ist. Und Sie sehen es hier an dem linken Schaubild, dass dieses Verhältnis zwischen Stärke einer Schwingung und der Wahrnehmung einer Lautstärke, die ist nicht linear, die ist nicht immer gleich. Das heißt, obwohl wir eine Schwingung mit der gleichen Amplitude erzeugen, wird diese Schwingung mit dieser gleichen Amplitude in unterschiedlichen Frequenzen als unterschiedlich laut wahrgenommen. Das heißt, eine hohe Frequenz wird bei gleicher Amplitude als lauter wahrgenommen als eine tiefe Frequenz. Das heißt, wir nehmen unterschiedliche Amplituden unterschiedlich wahr. Unser auditorisches System ist also sehr stark adaptiert an unsere Umgebungsgeräusche. Und das kennen Sie vermutlich auch, dass Sie unterschiedliche Frequenzen als unterschiedlich laut darstellen. Deswegen erzeugt man beispielsweise Alarmtöne, die Ihnen einen Hinweis, einen wichtigen Hinweisreiz bieten sollen, als möglichst hochfrequenten Ton. Denn diese hochfrequenten Töne, die nehmen wir als sehr, sehr laut wahr. Damit können wir also trotz einer relativ geringen Amplitude einen sehr lauten, sehr prägnanten, sehr eindeutigen Höreindruck erzeugen. Schauen wir uns jetzt mal an, wie wir eigentlich diese Luftschwingungen jetzt in eine Wahrnehmung übersetzen. Dazu müssen wir uns erstmal anschauen, wie eigentlich unsere Ohren aufgebaut sind. Da haben wir erstmal außen unsere Ohrmuscheln. Und diese Ohrmuscheln, die haben nicht nur eine Funktion als Brillenhalter, sondern die Form von diesen Ohren wirkt als ganz wichtiger Richtungsindikator, der Schallwellen auf eine ganz bestimmte Art und Weise ablenkt. Also diese Form unseres Ohrs beeinflusst die Schallwellen, die auf unser Ohr treffen, verzerrt hier ganz bestimmte Frequenzen, und aus diesen Veränderungen des Schalls, der auf unser Ohr trifft, können wir beispielsweise Richtungsinformationen ablesen. Beispielsweise Schall, der von hinten kommt, der wird durch die Form unserer Ohren anders abgelenkt als Schall, der von vorne kommt, und damit können wir eine Richtungsinformation zwischen vorne und hinten wahrnehmen. Also diese Form unserer Ohren beeinflusst, wie wir Dinge hören. Und viele Tiere können ja beispielsweise ihre Ohren steuern, um so eben hier ganz gezielt Richtungsinformationen aus der auditorischen Information zu extrahieren. Der Schall läuft dann von unserer Ohrmuschel über unseren Gehörgang bis zu unserem Trommelfell. Unser Trommelfell, das ist eine Membran, die dann eben durch die Schallwellen in Schwingungen versetzt wird. Und diese Schwingungen, die werden dann auf die drei Gehörknöchelchen übertragen, Hammer, Amboss und Steigbügel, die im Innenohr diese Wellenbewegung des Trommelfells weiter übersetzen. Hammer, Amboss und Steigbügel docken dann an das ovale Fenster an. Dieses ovale Fenster ist auch wieder eine Membran, genau wie unser Trommelfell. In dem Fall aber der Übergang zu unserer Cochlea, der Gehörschnecke, also dem Bereich unseres auditorischen Systems, an dem dann tatsächlich die auditorische Information, diese Schallwellen in neuronale Informationen übersetzt werden. Diese Gehörknöchelchen im Innenohr, die hängen da nicht einfach nur rum, sondern die sind aufgehängt an Muskeln. Wir haben also Muskeln, die die Übertragung der Informationen vom Trommelfell ans ovale Fenster beeinflussen können. Und diese Muskeln sind ganz wichtig für reflexartige Schutzmechanismen. Hier also beispielsweise, wenn wir mit einem sehr starken, sehr lauten Geräusch konfrontiert werden, dann kann eine Veränderung an diesen Muskeln, also eine Kontraktion oder Entspannung an diesen Muskeln, die Übertragung vom Trommelfell an die Cochlea beeinflussen und steuern und somit unser Innenohr vor lauten Geräuschen schützen, hier also diese Übertragung modulieren und reduzieren. Schauen wir uns jetzt also mal unser Innenohr an und hier eben vor allem das sogenannte Labyrinth. In diesem Labyrinth
Da haben wir im Grunde zwei Organe. Zum einen mal unser Gehörsystem, unser Hörorgan, und zum anderen unser Gleichgewichtsorgan. Und beiden gemein ist, dass das flüssigkeitsgefüllte Hohlräume sind. Und in diesen flüssigkeitsgefüllten Hohlräumen, da finden wir Rezeptoren, an denen über eine mechanische Übertragung eine Schallwelle, eine Wellenbewegung und eine Flüssigkeitsbewegung in neuronale Informationen übersetzt wird. Im Hörsystem, da haben wir eben unsere Cochlea, diese schneckenförmig aufgedrehte Struktur, und in dieser Cochlea, da finden wir sogenannte Haarzellen im Corti-Organ. Die werden wir uns gleich genauer anschauen. Im Gleichgewichtssystem, in unserem Vestibularorgan, da finden wir drei Bogengänge, die ganz grob unsere drei Raumrichtungen abdecken, und auch in jedem von diesen Bogengängen finden wir diese Haarsinneszellen, die eben dann die Flüssigkeitsbewegung in diesen Bogengängen in ein neuronales Signal übersetzen. Und diesen Weg, wie wir eben diese Flüssigkeitsbewegung im Vestibularorgan in ein neuronales System, neuronales Signal übersetzen, werden wir uns im weiteren Verlauf auch noch anschauen. Aber jetzt bleiben wir erstmal beim auditorischen System. Ich hatte schon gesagt, die Cochlea, das ist eine schneckenförmig aufgedrehte Struktur. Und in dieser schneckenförmig aufgedrehten Struktur, Sie sehen es hier im Schaubild, haben wir Neurone. Diese Neurone bilden also die Verbindung zwischen diesem mechanosensiblen Organ der Cochlea und unserem zentralen Nervensystem. Wir haben hier also entlang der Cochlea sehr, sehr viele Neurone, die unterschiedliche Bereiche der Cochlea abdecken, unterschiedliche Bereiche der Cochlea innervieren. Diese Cochlea an sich, die besteht aus drei Gängen, also drei sogenannte flüssigkeitsgefüllte Hohlräume, die einmal die Scala Vestibuli, die Scala Tympani und dazwischen die Scala Media. In dieser Cochlea finden wir das sogenannte Corti-Organ. Und dieses Corti-Organ, das ist eigentlich das Organ, mit dem wir auditorische Informationen wahrnehmen. Das ist also das Organ, an dem wir diese physikalische Energie, diese Schwingungen in neuronale Informationen übersetzen. Dieses Corti-Organ, das sitzt auf der Basilarmembran. Und die Basilarmembran, das ist im Grunde die Membran, die unsere Scala Vestibuli von der Scala Tympani trennt. Also hier quasi die Grenze zwischen diesen beiden Hohlräumen. Dieses Corti-Organ, in diesem Corti-Organ, da finden wir unsere Haarsinneszellen. Und diese Haarsinneszellen, die können wir einteilen in äußere und innere Haarsinneszellen. Da haben wir so zwei Reihen von diesen Haarsinneszellen. Und wenn jetzt hier ein Schall auf das Ohr trifft, dann bewegt dieser Schall unser Trommelfell. Diese Schwingung wird über unsere drei Gehörknöchelchen auf das ovale Fenster übertragen. Und diese Schwingung des ovalen Fensters bringt jetzt die Flüssigkeit in der Scala Vestibuli, übt also einen Druck auf die Flüssigkeit in der Scala Vestibuli um. Und dieser Druck wirkt sich dann auf die Basilarmembran aus, dass die Basilarmembran also nach unten ausgelenkt wird. Also quasi durch diese Veränderung, diese Schwingung dieser Basilarmembran wird hier eine physikalische Energie, eine mechanische Energie erzeugt, die dann über ein Auslenken der Haarsinneszellen in ein neuronales Signal übertragen wird. Und diesen Prozess, den schauen wir uns jetzt mal ganz genau im Detail an. Schauen wir uns also nochmal genau unsere Cochlea an. Das hatte ich gerade eben gesagt. Wir haben unser Trommelfell, unser Tympaneum, das eben hier die Information an die Gehörknöchelchen übersetzt. Und diese Gehörknöchelchen, die setzen dann an unser ovales Fenster an. Und wenn wir jetzt unsere Cochlea, diese Schnecke, einmal ausrollen, also wir drehen so unsere Schnecke aus, dann ist sie so etwa 3,3 cm lang, also je nachdem, wie lang ihre Finger sind, so etwa so ein Finger lang. Und Sie sehen hier am Schaubild dargestellt, dass sie eben die Flüssigkeit entlang dieser Cochlea hier sich ausgelenkt wird. Also ein Druck, der über das ovale Fenster auf diese Flüssigkeit auswirkt, der bewirkt, dass die Flüssigkeit ausgelenkt wird entlang unserer
Cochlea, und dann haben wir an der Oberseite, am Apex, unser Cochlea, da ist eine Öffnung. Das heißt, unsere Flüssigkeit wird dann eben in die andere Richtung ausgelenkt und trifft dann am Ende der Scala tympani auf das sogenannte runde Fenster. Das ist auch wieder eine Öffnung, die mit einer Membran umschlossen wird. Also, dass hier unsere Endolymphe aus der Cochlea nicht austritt, also diese Flüssigkeit aus der Cochlea nicht austritt, sondern einfach nur quasi der Druck wieder ans Innenohr oder ans Mittelohr abgegeben wird. Also sprich, hier eine Schallwelle führt eben dazu, dass sich diese Flüssigkeit, dass der Druck auf diese Flüssigkeit in der Cochlea übertragen wird, und diese Veränderung und dieser Einfluss des Druckes auf die Flüssigkeit in der Cochlea führt dann dazu, dass hier diese Basilarmembran schwingt. Schauen wir uns das Ganze hier nochmal genauer an. Also eine Kompression, also ein einlaufender Druck, also ein Gipfel einer Schallwelle führt dazu, dass hier diese Flüssigkeit verschoben wird. Unsere Basilarmembran wird also erstmal nach unten ausgelenkt. Und dann haben wir bei jeder Schallwelle auch wieder ein Tal. Das heißt, wir haben genau den gegenteiligen Weg. Also sprich, unsere Gehirknöchelchen werden zurückgezogen, und dann haben wir diese Aufwärtsbewegung, also diese gegenteilige Bewegung unserer Basilarmembran. Wenn hier also eine Schallwelle auf unser Ohr trifft, dann besteht diese Schallwelle aus rhythmischen Veränderungen von Kompression und Dekompression unserer Luft. Wir können also eine Schallwelle eben beschreiben über diese Welle, und diese Welle hat eben immer Kompressionsbereiche und Refraktionsbereiche, also eine Bereiche, wo die Luft komprimiert wird, und Bereiche, wo die Luft dekomprimiert wird. Und diese Kompression und Dekompression wird eben jetzt hier auf unsere Cochlea übertragen. Das heißt, unsere Cochlea wird hier rhythmisch bewegt. Das heißt, diese Cochlea wird hier, oder diese Basilarmembran wird hier in rhythmische Schwingung übersetzt. Und diese rhythmische Schwingung führt es dazu, dass die Basilarmembran eben in eine Schwingung übersetzt wird. Das Interessante dabei ist, dass diese Basilarmembran nicht überall die gleichen Schwingungseigenschaften hat. Diese Basilarmembran, die können Sie sich vorstellen wie so ein aufgespanntes Tuch. Und so ein aufgespanntes Tuch, das hat, je nachdem, wie stark Sie an welche Ecke ziehen, unterschiedliche Schwingungseigenschaften. Also wenn Sie stärker an diesem Tuch ziehen, wenn Sie das Tuch stärker spannen, dann wird diese Spannung erhöht, und dieses Tuch kann sich nicht mehr so weit auslenken. Wenn Sie dieses Tuch etwas lockerer lassen, diese Spannung also reduzieren, dann kann dieses Tuch eine größere Bewegung ausführen. Und diese Basilarmembran, die hat jetzt an unterschiedlichen Enden unterschiedliche Spannungseigenschaften. Die ist nahe am Anfang, also nahe am ovalen Fenster, ist die relativ schmal und relativ steif. Das heißt also, da herrscht eine starke Spannung auf dieser Basilarmembran. Das heißt, hier werden sehr hohe Frequenzen kodiert. Also, wir haben hier eine Basilarmembran, die ist sehr stark gespannt. Die kann sich also nicht so stark auslenken. Hier wird also eine auftreffende Energie bewirkt hier also nur eine kleine, schnelle Signalveränderung. Das heißt, hier werden hohe Frequenzen verarbeitet. Andersrum, am Ende von der Cochlea, da hat diese Cochlea, ist da weniger stark gespannt. Hier kann sich diese Cochlea also stärker bewegen. Hier am Ende von dieser Cochlea, da werden also tiefe Frequenzen verarbeitet. Also, tiefe Frequenzen, das sind langsame Schwingungen. Also, langsame Schwingungen sind tiefe Frequenzen, das sind tiefe Töne, also Basstöne. Diese Basstöne, die haben eine langsame Veränderung über die Zeit. Diese langsame Veränderung über die Zeit, die wird am Ende, am Apex der Cochlea verarbeitet. Hohe Frequenzen, die eine schnelle Veränderung des Signals bedeuten, werden am Anfang der Cochlea verarbeitet. Wir haben also eine sogenannte Tonotropie, eine Frequenzkodierung entlang der Basilarmembran, dass hohe Frequenzen am Anfang der Basilarmembran verarbeitet werden und tiefe Frequenzen am Ende der Basilarmembran verarbeitet werden. Hier ist das Ganze nochmal genau da in einem Schaubild dargestellt. Also am Ende der Basilarmembran, da haben wir diese tiefen Frequenzen. In der Mitte, da haben wir mittlere Frequenzen. Und am Anfang, da haben wir sehr hohe Frequenzen. Komplexe Geräusche, wie beispielsweise mein Sprachsignal jetzt, bestehen aus sehr vielen unterschiedlichen Frequenzen.
Das heißt, ein komplexes Geräusch wird nicht nur an einer Stelle dieser Basilarmembran verarbeitet, sondern versetzt die Basilarmembran an unterschiedlichen Orten in Schwingung. Das heißt, diese Schwingung erzeugt Wellenformen an unterschiedlichen Orten der Basilarmembran. Es werden also immer unterschiedliche Bereiche der Basilarmembran gleichzeitig aktiviert. Diese Eigenschaften der Basilarmembran, die sind über unser Leben hinweg nicht gleich. Diese Membran, die versteift sich über unser Leben hinweg. Das heißt, wenn wir jung sind, dann haben wir eine sehr flexible Basilarmembran, dann können wir einen sehr großen Frequenzbereich mit dieser sehr flexiblen Basilarmembran abdecken. Das bezieht sich vor allem auf die hohen Frequenzen, also diesen Bereich der Basilarmembran am Anfang unserer Cochlea, die eben sehr steif ist und sehr hohe Frequenzen abbildet, die versteift über unser Leben hinweg. Das heißt, je älter wir werden, desto geringer ist unsere Fähigkeit, hohe Frequenzen wahrzunehmen. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie eigentlich dieses Corti-Organ in der Basilarmembran diese Schwingungen der Basilarmembran in neuronale Information übersetzt. Schauen wir uns dieses Corti-Organ also mal genauer an. In diesem Corti-Organ haben wir insgesamt 16.000 Haarsinneszellen. Also entlang dieser 3,3 cm unserer Basilarmembran verteilen sich 16.000 Haarsinneszellen. Und diese 16.000 Haarsinneszellen sind in vier Reihen angeordnet. Dabei haben wir drei Reihen der äußeren Haarsinneszellen und eine Reihe von inneren Haarsinneszellen. Diese Haarsinneszellen an sich sind erstmal vom grundlegenden Aufbau her gleich, aber die Innervation ist ein bisschen unterschiedlich zwischen äußeren und inneren Haarsinneszellen. Abgesehen von den Haarsinneszellen haben wir hier noch Stützzellen, diese Pillar Cells, die Sie hier im Schaubild sehen, die diesem Corti-Organ Struktur verleihen. Und oberhalb des Corti-Organs finden wir unsere Tektorialmembran. Diese Tektorialmembran, das ist eine gelartige Masse. Und diese gelartige Masse, die bedeckt tatsächlich die Spitzen der äußeren Haarzellen. Also die äußeren Haarzellen, die sind in diese Tektorialmembran eingebettet. Und wir werden gleich uns anschauen, wie dieses Einbetten dieser Haarsinneszellen in diese Tektorialmembran zur Kodierung von auditorischer Information beiträgt. Schauen wir uns mal dieses Corti-Organ hier in einer mikroskopischen Aufnahme an. Wir haben, wie gesagt, äußere und innere Haarsinneszellen. Die inneren Haarsinneszellen, das ist eine Reihe von Haarsinneszellen. Das sind etwa 3.000 bis 4.500 Haarsinneszellen. Sie können sich also bei 3,3 cm in etwa ausrechnen, in welchem Abstand diese Haarsinneszellen hier auf dem Corti-Organ angeordnet sind. Und diese inneren Haarsinneszellen, die enden nicht in der Tektorialmembran, sondern die enden einfach in dieser Flüssigkeit in der Endolymphe. Andersrum, die äußeren Haarsinneszellen, das sind deutlich mehr. Da haben wir eben drei Reihen von etwa 12.000 bis 20.000 Haarsinneszellen und deren Ende stecken in dieser Tektorialmembran drin. Das Wichtige an diesen äußeren Haarsinneszellen ist, dass das aktive Verstärker sind. Da kommen wir gleich dazu, aber ich sage es Ihnen schon mal hier, diese äußeren Haarsinneszellen, die können sich zusammenziehen oder ausdehnen und entsprechend diesem Zusammenziehens und diesem Ausdehnens werden die Schwingungseigenschaften der Basilarmembran verändert. Schauen wir uns aber jetzt mal an, wie eigentlich so eine Haarsinneszelle aufgebaut ist und wie die arbeitet. So eine Haarsinneszelle, das sind eben die sensitiven Organe, an denen die physikalische Energie, diese physikalische Schwingungsenergie in ein neuronales Signal übersetzt wird. Diese Haarsinneszellen, das sind sekundäre Sinneszellen. Das heißt, die erzeugen selbst kein Aktionspotenzial, sondern eine Veränderung des Membranpotenzials führt hier zur Freisetzung eines Neurotransmitters, in dem Fall eines erregenden Neurotransmitters. Unser erregender Neurotransmitter, das ist immer Glutamat, also hier wird Glutamat freigesetzt. Wir haben also hier eine Zelle mit einem Zellkörper
Und an der Oberseite dieser Zelle haben wir die sogenannten Stereozilien. Diese Stereozilien, das sind haarartige Auswüchse aus dem Zellkörper, die so ein Bündel von Haaren an der Oberseite dieser Haarsinneszellen bilden. Sie sehen es hier auf der mikroskopischen, auf der elektromikroskopischen Aufnahme, wie denn diese Haarsinneszellen, diese Haarbündel sich darstellen, wie die ausschauen. An der Unterseite unserer Haarsinneszelle, da haben wir dann efferente und auch afferente neuronale Verbindungen. Also wir haben hier Neurone, die nehmen Information auf, aber wir haben hier auch efferente Neuronen. Also wir haben hier auch Neuronen, die einen Einfluss auf diese Haarsinneszellen auswirken können. Was passiert also bei dem Transduktionsprozess? Ich hatte es schon erwähnt, bei einer Kompression wird unsere Basilarmembran durch diese Übertragung des Druckes auf die Flüssigkeit nach unten ausgelenkt. Dieses Auslenken nach unten der Basilarmembran führt dazu, dass sich die Sinneszellen relativ zur Tektorialmembran verschieben. Also wir haben unsere Tektorialmembran, die über unserem Corti-Organ sitzt. Jetzt wird dieses ganze Gebilde nach unten verschoben und dadurch werden die Haarsinneszellen ausgelenkt. Gleichzeitig führt es dazu, dass diese Flüssigkeit in der Scala media, also in diesem Bereich, in dem das Corti-Organ sitzt, in Schwingung versetzt wird und diese Schwingung dieser Flüssigkeit überträgt sich dann an die inneren Haarsinneszellen. Also wir haben hier zwei Prozesse. Bei den äußeren Haarsinneszellen überträgt sich direkt die Veränderung, diese Verschiebung des Tektorialmembran relativ zu den Haarsinneszellen in diese Ausscherung der Haarsinneszellen. Bei den inneren Haarsinneszellen ist es so, dass diese Flüssigkeit in der Scala media, die Veränderung der Flüssigkeit in der Scala media, sich auf die Haarsinneszellen überträgt. Schauen wir uns also mal ganz genau an, wie jetzt hier diese Haarsinneszellen auf so eine Druckveränderung, auf so eine Veränderung der, auf so eine mechanische Veränderung reagieren. Sie sehen es hier nochmal in der elektromikroskopischen Aufnahme, wie denn diese Härchen oben an diesen Rezeptoren, an diesen Haarsinneszellen aussehen. Das sind eben so kleine, fadenartige, haarartige Ausstülpungen und an den Spitzen von diesen Stereozilien finden wir sogenannte Tiplings. Diese Tiplings, das sind Neurofilamente, also unsere Proteinfäden, die die Spitzen der Stereozilien miteinander verbinden. Und diese Tiplings, die binden an mechanosensible Ionenkanäle. Sprich, wir haben hier unsere mechanosensiblen Ionenkanäle, die normalerweise geschlossen sind, an die docken diese Tiplings an. Und wenn jetzt hier diese Stereozilien ausgelenkt werden, dann verändert sich der Zug von diesen Tiplings auf die mechanosensiblen Ionenkanäle und unsere Ionenkanäle können sich öffnen. Also sprich, wenn hier ein Schall auf unser Ohr trifft, dann überträgt sich diese Druckveränderung auf die Basilarmembran und hier durch die Veränderung der Haarsinneszellen relativ zur Tektorialmembran werden diese Stereozilien ausgelenkt und durch dieses Auslenken werden hier mechanosensible Ionenkanäle geöffnet und damit können hier Ionen in die Zelle einwandern und können hier eine Depolarisation auslösen. Das Wichtige ist, dass wir hier diese Veränderung, diese nach oben und nach unten Veränderung der Basilarmembran in eine wellenförmige Veränderung des Membranpotentials übersetzen. Wir haben hier also einen sogenannten sigmoiden Zusammenhang zwischen der Auslenkung nach links und nach rechts der Stereozilien. Also, wenn wir die nach rechts auslenken, haben wir eine Depolarisation. Wenn wir sie nach links auslenken, dann gehen sie unsere mechanosensiblen Ionenkanäle wieder zu. Dann haben wir also eine Repolarisierung. Also wir gehen unser Membranpotenzial wieder auf unseren polarisierten Zustand von minus 60 Mikrovolt zurück. Und Sie sehen es hier, diese Auslenkung, diese Veränderung des Membranpotenzials, die geht in beide Richtungen. Einmal haben wir eine Depolarisation, einmal eine Repolarisation. Aber diese Veränderung zur Depolarisation ins Positive, die ist also deutlich stärker.
Und beachten Sie hier bitte auch mal die X-Achse, in welchem Bereich sich diese Auslenkung bewegen. Wir sind hier im Bereich von plus minus 200 Nanometern. Das sind also extrem kleine Bereiche, in denen sich hier diese Haseneszellen bewegen. Diese Haseneszellen, die sind auch tatsächlich sehr, sehr empfindlich gegenüber zu starker Auslenkung. Das kennen Sie vermutlich, wenn Sie auf einem lauten Konzert waren oder in einer lauten Umgebung, dann haben Sie vielleicht hinterher Schwierigkeiten zu hören. Das ist also Ihre Hörfähigkeit reduziert. Das liegt daran, dass diese lauten Geräusche zu einer sehr, sehr starken Auslenkung dieser Basilarmembran führen und damit diese Haseneszellen über diesen sensitiven Bereich von plus minus 200 Nanometern ausgelenkt werden und dann werden die quasi verletzt und können keine Informationen mehr weiterleiten. Das ist in einem ganz bestimmten Bereich, können sie das wieder reparieren. Also wenn die einmal überlastet sind, dann können die sich wieder regenerieren. Aber wenn sie das dauerhaft haben, dann werden diese Haseneszellen dauerhaft geschädigt und die werden auch nicht wieder repariert. Wenn die einmal geschädigt sind, dann bleiben die geschädigt, die werden also nicht wieder erneuert. Das heißt, sie können dadurch dauerhaft einen Hörschaden bekommen. Daher hier mein Hinweis, wenn Sie auf ein lautes Konzert gehen, achten Sie darauf, dass Sie Hörschutz tragen. Denn wenn Sie einmal Ihr Gehör gestört haben, wird das nicht mehr regeneriert. Auch das ist ein Prozess, der über unsere Lebenszeit einen kumulativen Einfluss hat. Also laute Geräusche über unser Leben hinweg schädigen unsere Hörfähigkeit. Das heißt, unsere Hörfähigkeit über unser Leben hinweg nimmt ab, einfach durch diese Schädigung unserer Haarsinneszellen. Schauen wir uns das also nochmal im Detail an, wie jetzt eigentlich hier die Signaltransduktion im auditorischen System vonstatten geht. Schallwellen sind Kompressionen unserer Luft, also Kompression und Dekompression unserer Luft. Diese Kompression und Dekompression unserer Luft trifft auf unser Ohr, wird dann hier verändert, läuft dann durch unser Innenohr, trifft auf unsere diese erste Membran, unser Trommelfell. Dieses Trommelfell wird ausgelenkt und diese Auslenkung des Trommelfells wird dann an unsere Gehörknöchelchen übertragen. Diese mechanische Auslenkung der Gehörknöchelchen wird dann an unser ovales Fenster übertragen und dieser Druck auf das ovale Fenster wird an die Lymphflüssigkeit in der Cochlea übertragen. Diese Schallwellen, die hier also auf unser Ohr treffen, auf unser ovales Fenster treffen, werden also in Druckveränderungen in der Cochlea übertragen. Und diese Druckveränderungen bewirken eine Schallwelle, eine wellenförmige Auslenkung an unserer Basilarmembran. Diese wellenförmige Auslenkung unserer Basilarmembran, die führt jetzt dazu, dass die äußeren Haseneszellen relativ zur Tektorialmembran verschoben werden oder die inneren Haseneszellen durch die Veränderung der Lymphe in der Scala media ausgelenkt werden. Diese Auslenkung, die bewirkt jetzt eine Auslenkung der Stereozilien. Und diese Auslenkung der Stereozilien bewirkt jetzt eine Dehnung der Tiplings. Und diese Tiplings, die docken hier an mechanosensible Ionenkanäle an, in dem Fall Kaliumkanäle. Also durch diese mechanische Veränderung werden hier Kaliumkanäle geöffnet und Kalium, positiv geladenes Kalium, kann jetzt hier in unsere Haseneszelle, in unseren Rezeptor einströmen und damit depolarisiert unser Rezeptor. Diese Depolarisation bewirkt die Öffnung von spannungsabhängigen Calciumkanälen. Also diese Depolarisation führt dazu, dass Calciumkanäle, die spannungsabhängig sind, durch diese Potentialveränderung geöffnet werden und dieses einströmende Calcium, das führt dann zu einer Fusion von unseren Vesikeln mit der Zellmembran. Wir haben also hier unsere Glutamat gefüllten Vesikel innerhalb unserer Haseneszellen und diese Glutamat gefüllten Vesikel fusionieren jetzt mit der Zellmembran und entlassen ihr Glutamat in den synaptischen Spalt. Und dann führt dieser erregende Neurotransmitter an den Neuronen des nachfolgenden Hörnervs, an den sogenannten Spiralganglion, dann zu einer Depolarisation und damit zu einer Auslösung unseres Aktionspotenzials.
diese Veränderung an den Hörsinneszellen, die ist adaptiv. Wir haben also unterschiedliche Adaptationsmechanismen in unserem auditorischen System, die unser Gehör beeinflussen. Das erste, das hatte ich vorhin schon erwähnt, das ist eine reflexartige Veränderung der Muskulatur an unseren drei Gehörknöchelchen. Der zweite Prozess, mit dem wir unser Gehör beeinflussen können, ist eine Veränderung an der Länge der äußeren Haarsinneszellen. An diese äußeren Haarsinneszellen, da docken efferente Neurone an. Und diese efferenten Neurone, die können bewirken, dass sich diese Haarsinneszellen zusammenziehen. Diese Veränderung der Haarsinneszellen, die hängt aber auch damit zusammen mit dem Einstrom von Calcium in unsere Kalium in unsere Haarsinneszellen. Also dieser Einstrom von Kalium in die Haarsinneszellen durch die Öffnung unserer mechanosensiblen Ionenkanäle führt dazu, dass sich diese Haarsinneszellen zusammenziehen. Das heißt, eine Aktivierung dieser Haarsinneszellen führt zu einer Verkürzung der Haarsinneszellen. Damit wird also quasi dieses ganze Gebilde aus Basilarmembran und Tektorialmembran wird hier verändert. Damit lässt sich dann diese Auslenkung der Basilarmembran reduzieren. Also durch diese Verkürzung verändern sich die Schwingungseigenschaften an der Basilarmembran und damit wird dann diese Schwingungseigenschaft, diese Schwingungsfähigkeit der Basilarmembran reduziert und unser Gehör wird vor Überaktivierung, unsere Haarsinneszellen werden vor Überaktivierung geschützt. Das funktioniert genau andersrum auch, eben in dem Fall nicht über dieses einströmende Kalium, sondern eben über die Aktivierung unserer efferenten Neuronen können wir diese äußeren Haarsinneszellen auch verlängern und damit die Schwingungseigenschaften an unserer Basilarmembran verstärken. Also dann können wir sagen, also wir unser Gehör verbessern. Also wenn Sie genau hinhören auf irgendwas, kann das tatsächlich diese Schwingungseigenschaften an Ihrer Basilarmembran verändern. Damit sind wir am Ende des ersten Teils unserer heutigen Sitzung zum auditorischen System. Im zweiten Teil werden wir jetzt unser Vestibularorgan kennenlernen und uns anschauen, wie auditorische Informationen von der Cochlea über den Hirnstamm, den Thalamus, zum auditorischen Kortex weiter transportiert wird und wie dieses auditorische System auf kortikaler Ebene organisiert ist.